Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Total War Warhammer 2. Wir sind immer noch in Twisted and Twilight unterwegs mit Skrotz, dem Mutanten. Ey, der Typ hat einen Namen, ey. Experimente. Ja, Experimente und so weiter und so fort. Wir können gerade eben leider nicht viel tun, außer, ich glaube, die Runde beenden und regenerieren. Endless Hunger. Hier ist nämlich eine neue Aufnahmesession. Ich muss das ja alles gerade eben so stückchenweise machen. So. Und der nächste Weg, der uns eigentlich führt, ist direkt über die See, ne? Wir müssen nämlich da jetzt rüber. So, wir haben jetzt Stränge erlangt. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Leider kann ich keine weiteren Experimente gerade eben durchführen. Ich denke, ich sollte die große Arena auf Stufe 3 bringen. Weil das ist der Ort, an dem wir... ja, eher defensiv stehen, also wo wir eher Angriffen ausgesetzt sind, genauso wie Grond. Ashrak sieht eigentlich relativ safe aus. Das hier, solange die mir nicht auf den Zeiger gehen, haben wir auch kein Problem. Jetzt gucken wir mal, ob die Diplomatie... nee, da müsste eigentlich auch alles passen, okay. Dann geht's weiter. Könnte sein, dass es hier ein paar Runden kommen, die wir einfach so durchklicken oder fast durchklicken. Ich kann mir es eigentlich nicht erlauben, jetzt hier so lange rumzukämpfen. Muss eigentlich in die Offensive gehen. Master Lord of Hellpit. Das macht 80 und dann machen wir hier schon 120 Knete. Ja, komm, das ist in Ordnung. Was ist, wenn ich jetzt hier rausgehe und hier aufs Wasser gehe? Machen wir immer noch Plus. Ausgezeichnet. So, unser nächster Weg ist Klarkaront und Klarkaront ist hier. Also müssen wir da anlanden. Segel ich erstmal hier rüber. Dreadlord, at your command. Und da sind mehr Dunkelelfen, als mir lieb sind. Jetzt stehe ich halt hier und hoffe, dass sie mir nicht gleich irgendwie eine draufhauen. Das wäre sehr ungünstig. Clanratten. Ich will ja so hier zu meinen Bestiensachen. Ja, da muss ich eigentlich mich jetzt hier irgendwie durch... skillen, so gut es halt geht. Ja, nach wie vor soll ich immer noch einen Warlock-Techniker in eine Armee einfügen, ne? Oder wie war das? Rekrutiert einen Kommandanten. Ne, das hat sich schon erledigt. Ich muss noch ein paar Leute töten und hier muss ich... ja doch, hier. Fügt einen Warlock-Techniker die Armee ein. Ja, wo soll ich den denn herbekommen, Spiel? Das dauert echt... also, das ist ja mal eine sehr, sehr seltsame Queste, möchte ich mal sagen. So, ich habe übrigens wieder das Aufnahmeprogramm gewechselt, weil mich die Soundprobleme sehr gestört haben. Ich hoffe, das ist für euch so in Ordnung. Ich nehme jetzt die Todesflut. Ist der Dachsbau verteidigt? Er ist nur rudimentär verteidigt. Es ist jetzt ein gewagter Akt, das zu tun. Aber ich habe keine Wahl. Ich habe nicht wirklich die Wahl, Freunde. Das ist das Problem. Ich muss jetzt Fortschritte machen. Sind sie übrigens immer noch witzig, was unsere Einheiten hier lauter lustige Zeichen dran haben. So, die Rattenoger haben auch schon Stufe 3, das ist gut. Ah, oh, wir werden noch so viel mutieren, ich sag's euch. So, als allererstes, wie immer, die Einheiten hier zur Nummer 1 machen. Dann euch hier zur Nummer 2. Dann ihr seid die Nummer 3. Er kann ja nirgendwo hin, ihr seid die Nummer 4. Also gut, so, so. Die Rattenoger packe ich auf diese Flanke. Das große Heslon-Vieh dahin. Und euch stelle ich dahin. Einmal und zweimal. Los geht's. Wir haben einen leichten Vorteil, behauptet das Spiel. Du rennst jetzt mal nicht. Was ist das?
Warze Reiter mit Schild. Okay, Jungs. Lauft, 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 lauft. Dahin. Die Flanke, du gehst dahin. Our tail's yours. Spears. Mit euch gehe ich direkt weiter. Food, this way, way. Ich muss die echt so Crossover bewegen lassen, ey. So, ihr bewegt euch nochmal zwei Schritte vor. Ihr dahin. Du dahin. Attacke. Attacke. Bornbrats will. Skaven Slaves. So, move, 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 move. Rattenoge greifen jetzt hier an, ihr greift hier an. Du attackierst hier. Spears! Fight! Attack! Nasty things die! Screen recato crack! Counters come on! Und jetzt müssten sie Probleme haben. Wo sind die? Die sind hier, okay. Charge jetzt die noch an. Bam, 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 bam. Ja, das bringt irgendwie nicht so viel, wie wir gerade eben gelernt haben, ne? Okay, wir brauchen mehr Viecher. So weit, so klar. Warum kommen die nicht? Jetzt sind sie da. Packmaster. Und ihr geht es denen noch in den Rücken. Sehr gut. Ihr greift hier noch mit an. Da flieht schon ein bisschen was. Von allen Seiten übrigens, auch von uns. Oh, ich brauche dringend mehr Mut an diesen Viechern. Das ist so bitter. Ja, die rennen hier auch weg. Der Schreckensfürst, der haut hier gerade ganz schön rein. Ach, der ist nicht alleine, ja. Das ist ein verdammt guter Grund, warum der reinhaut. Das erachte ich jetzt dann doch als guten Grund. Die mit so, oh, doch noch weg. Ätzend. Go, go, go. Ja, das lief jetzt hier eher so mittelgeil. So, Tiere sind gefressen worden. Viele haben sie ja nicht mehr. Ich versuche jetzt hier die noch irgendwie am Leben zu erhalten. Den Kommandanten irgendwie am Leben zu erhalten. Aber der Kommandant von denen ist halt echt zäh für mich gerade eben. Ein echtes, ätzendes Vieh. Die haben sich auch schon wieder gesammelt. So, die sind schon erledigt. Chargen wieder von allen Seiten hier. Oh nein, er ist schon wieder im Nahkampf. Das will ich doch gar nicht. Brot, geh doch mal weg. Du hast so viel Damage bekommen. Jawohl, wir haben gewonnen. Oh, Gott sei Dank. So, erledigt. Ja. Den sei Dank. So, 500 Verluste. Damit kann ich momentan, behaupte ich mal, leben.
Level-Ups auf den Einheiten auch. Die Rattenoger haben sich bis jetzt eigentlich sehr, sehr zufriedenstellend gemacht. Überrascht mich ehrlich gesagt, weil die waren ja so schrecklich. Inzwischen sind sie durchaus brauchbar. Ich nehme auch das da ein. Ich brauche jetzt hier die Regeneration. Die 13. Intrige ist freigeschaltet und wir haben die 1000 Feinde erledigt. Jetzt muss ich Zugang zu exotischen Tieren bekommen. So, wir gehen jetzt hier auf das Züchterwissen. Ja, Waldelfen. Okay, nicht so geil. Master Lord of Helpit. Das hier wird abgerissen. Hier gehe ich vorsichtshalber raus. Nicht, dass ich gefangen bin. Ich habe noch Einheiten, die ich hier einfach herrekrutieren kann. Die Frage ist, ob ich das will. Momentan sind wir ein bisschen angehittet. Also ich hänge jetzt nicht so sehr an denen, so mal ehrlich. Starving. Ja, du kommst noch wieder rein. Die hätte ich halt ganz, ganz gerne noch behalten. Lege ich zusammen. Ja, ich krieg hier gerade keine weitere Truppe zusammen. Okay, passt für mich. Ich hätte es zwar gerne anders gehabt. Krieg's aber nicht anders. Ja, dann bauen wir noch Ashrak auf Stufe 3 aus. Clanstein des Züchterclans lässt tote Kämpfer wieder auferstehen. Heilt Verletzte. Das finde ich cool. Können wir jetzt brauchen, falls wir hier angegriffen werden. Der Moment, wo du einfach mal den Tod ignorierst, dann weißt du, dass du beim Züchterclan bist. Ach, der Feigschwanz ist hier. Der will einen Nappi. Ja, den können wir machen. Bin ich ja schon mal froh, dass hier noch ein anderes Skave ist. Okay, hier ist klar, Karond. Gönnen wir uns das da. Und gehen hier irgendwo, wo es sehr, sehr safe ist, in den Hinterhalt. Ja, hier so. Bis wir hochregeneriert sind. Vorher ist es eigentlich Wahnsinn, ne? So, das kann ich noch nicht weiter ausbauen. Wir warten hier noch, bis das Wachstum zugeschlagen hat. Inzwischen müsste ich eigentlich hier wieder Dinge tun können. So, ab ins Labor. Den Klonkrieg habe ich noch nicht vorzumachen. Wir könnten das... Nee, das können wir noch nicht machen. Die Verbesserung wird nach dem Leeren von 4 Zuchtbottichen. Ja, ich kann den Zuchtbottich also noch nicht leeren. Ich will die Klonkrieger noch nicht haben. Ich möchte noch Experimente an ihnen durchführen dürfen. Das wäre sehr, sehr schön. Call me. Why you contact me? What you want? No. Ja, klar, ein Rictus will anscheinend noch nicht. No. Wäre aber sehr, sehr praktisch, wenn wir da was machen können. Oh, warte mal, ich kann mit Harganet handeln. Nah, nicht so gut. Die sind der Meinung, ich bin zu schwach, deswegen wollen die das nicht. Na klar, Karond wird etwas anstrengender. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Full-Stack-Armee. Und wir haben sie in den Hinterhalt gelockt. Die Waldelfen sind im Hinterhalt gelandet. Oh, ist das herrlich. Ja, dann holen wir sie uns. Ich will verhindern, dass ich Truppen verliere. Deswegen machen wir das jetzt hier mal nicht automatisch. Sonst bekomme ich wahrscheinlich zu viel Damage. Oh, wir sehen die Zoats. Wir sehen die Zoats damit in Action. Im Grunde gibt es ja eigentlich nur eine Richtung, aus der man sinnvollerweise hier attackieren kann.
Das ist diese hier. Von oben meine ich. Alles andere ist ja ein bisschen Kokolores. Na gut. Ich mache hier die schnellen Viecher dahin. Als Nummer 3. Die Rattenoger als Nummer 4. Schicke ich von hier oben runter. Und ihr macht hier die Nummer 1. Greift von hier aus an. Pause. Also, Rattenoger. Greifen hier. Und die Zoats an. Ihr greift hier. Und die hier an. Ihr macht 3 Schritte vor. Geht halt einfach dahin, mein Gott. Ihr kommt da runter. So schnell ihr könnt. Du bewegst dich dahin und du bewegst dich dahin. Go. Mhm. Ihr greift hier nicht mit an. Nein, nein, nein. Ihr greift hier mit an. Da rennen schon die ersten Ratten weg. Ich fasse es einfach nicht, wie die gleich hier wegrennen. Greift die Kampftänzer hier an. Du kannst hier nochmal ein paar von den Giftigen herholen. Attacke von hinten. Oh, die Zoats rennen schon weg. Bin ein bisschen enttäuscht von ihnen. So, kommt schon. Irgendwie muss ich die doch hier kriegen, ey. Okay, also die Zoats haben sich... waren schneller tot, als ich gucken konnte. Schieß mal auf die da, die haben es verdient. Eigentlich ist der Kampf jetzt schon gewonnen, auch wenn meine Leute dazu neigen, permanent wegzulaufen. Genau, ich habe nämlich hier die Tiefwaldkundschafter alle beide erwischt. Die werden jetzt gleich wegrennen. Schießen halt im Nahkampf, seht ihr das? Wir haben sie jetzt. Armilos ist da. So, du verfolgst den. Du verfolgst den. Du verfolgst die. Du verfolgst die. Hier versuche ich die nochmal aufzuhalten irgendwie. Die werde ich nicht kriegen. Aber irgendwie muss ich jetzt hier so viele wie möglich von denen ausschalten. So. Schnapp sie dir. Die sind erledigt. Und ja, die Helden werden wohl entkommen. Es sind tatsächlich Einheiten von mir wirklich vom Schlachtfeld runtergeflohen. Das sind die Unverschämten. Ihr dürft wegrennen. Da steht in eurem Vertrag, aber ihr müsst wiederkommen. Sonst wandert ihr in den Topf. So, da, da. Hm. Ich finde das Bild eigentlich von der Waldelfe ziemlich faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich es schön finde oder nicht. Ich sag nur, ich finde es faszinierend. So, ich gebe denen jetzt hier nochmal mehr rüstungsdurchdringenden Schaden. Meet every lost one.
Die 4% Verlustverstärkungsrate lohnen sich nicht. Nehme ich immer die Nahrung. So, was haben die denn hier in Clarkaron für eine Verteidigung? Ah, eine unangenehme. Die Bäumchen sind ungeil. So, ich verbessere mein Züchterwissen noch weiter. Es gibt jetzt noch mehr Rattenoger und Höllengrubenbruten Geschwindigkeit, aber auch noch mehr Ansturmbonus. Dasselbige. Und hier kann ich leider noch keine Verbesserungen durchführen. Dann gehen wir auf mehr Lebenspunkte so lang. Cut slice body. Keep organs. Das könnte hart werden. Aber wir sind Skaven. Wir pushen aggressiv so lange, bis wir fliehen. Es gibt eigentlich nur so einen binären Modus. Heftige Attacke und heftige Flucht. Mehr gibt's nicht. Okay, wir haben einen leichten Vorteil. Okay. Ich verstecke meine kleinen Mistviecher erstmal hier im Wald. Haben die Rattenorger eigentlich auch Vorhutaufstellung? Nein, haben sie nicht. Einige meiner Einheiten hätten es, aber es ist eigentlich Quatsch, das jetzt hier gerade eben auch nur in Betracht zu ziehen. So, es wäre halt geil, wenn ich mit denen hier irgendwie Vorhut machen könnte. Wird aber auch nicht passieren. Okay, schauen wir uns mal die Lage an. Da sind sie. Also die müssen dahin. Ihr lauft langsam voraus. Ihr folgt denen hier langsam. Und ihr rennt hier schnell über die Flanke, währenddessen wir mit denen hier einfach noch ganz, ganz kurz warten, bis wir mehr wissen. Kann ernsthaft jetzt hier eigentlich sogar warten, bis hier Beschießen vorbei ist. Und die Triaden. Schicke ich die hier außen rum. Schicke ich die Infanterie rein. Das wird dauern. So, die habe ich jetzt hier schon mal in den Nahkampf verwickelt. Die versuche ich mir hier zu schnappen. Triaden greife ich von hinten an. Experiment begins. Yes, yes. Packmaster. Oh, Willow Bear. Go, go, go. Und jetzt hier in den Rücken. Ihr greift da noch mit an. Ihr hier. Leaderboss of Pack. So, die Tiefwaldkundschafter haben wir. Du greifst da noch mit an. Du greifst da noch mit an.
Es sieht momentan sehr brauchbar aus, was hier gerade passiert. Das finde ich gut. Die rennen hier schon weg. Ich will, dass sie sich nicht mehr sammeln, deswegen verfolge ich sie. Ja, und mehr Optionen habe ich jetzt hier gerade eben nicht mehr. Sind nur noch die Flieger eigentlich, die hier noch ein bisschen Trouble machen. Das meiste rennt schon davon. Packmaster! Kämpft hier gerade alleine gegen die Großen, ey. Wahnsinn. Okay, die sind zerstört. Und jetzt kommt der Armilos. Ja, also ey, ohne Witz, es funktioniert sehr, sehr gut. Also die Skaven sind sehr stark gegen die. Und diese vielen flexiblen Möglichkeiten, die wir als Skaven haben, also insbesondere jetzt als Züchterclan. Also ich habe selten, also das ist, glaube ich, die flexibelste Armee, die es jetzt gibt, durch diese ganzen aus dem Boden heraus spawnenden Monster, die dann aber auch noch zusätzlich diese unfassbare Geschwindigkeit haben, die wiederum den Untoten mit ihren Beschwörungsmöglichkeiten ja fehlt. Hier kommen teilweise ja unglaublich schnelle Monster raus. Und das macht uns hier so stark. So. Vergeltung, der Hexenwald. Wir haben klar Caronte eingenommen und damit jetzt hier erstmal die Rächer von Alisara vernichtet. Aber auch die nächste Mission abgeschlossen. Ausgezeichnet. Master Lord of Hellpit. Jetzt kann ich hier eine weitere Ladung von Pockenflut hier starten. Das mache ich aber später. Ich behaupte, dass ich erstmal ihm noch mehr Lebenspunkte geben will. Lakarund. Ermöglicht es mir, Höllengrubenbruten hier zu bauen. Die Verstecke von Clarkaront, wie geil! Ach, man ahnt es nicht. Okay, das ist ja mega heftig genial. Okay, hier machen wir so weiter. Hier machen wir so weiter. Ja, wird mal Zeit, hier diese normalen Wege hier zu gehen. Den Rest spare ich mir. Jetzt gucken wir gerade eben nochmal, ob ich hier irgendwas mit Kohle machen kann. Nein. Ist alles noch nicht möglich. Gut, dann verabschiede ich mich von euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir machen weiter beim nächsten Mal. Schöne Zeit. Da geht es nämlich dann Richtung Klarak-Spitze. Oh Gott, ist das weit weg. Tschüss und Ade.